Hallo, ich bin Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich möchte euch heute zeigen, dass bei einigen Geräten der Displaytausch auch möglich ist, wenn der Hersteller nur die komplette Displayeinheit anbietet. Wir haben hier ein Fujitsu Livebook E754. Das hat Farbverfälschungen im Display. Das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Das ist ein defektes Display. Und Fujitsu bietet für dieses Modell nur die komplette Display-Einheit an. Aus welchem Grund kann ich nicht genau sagen, weil eigentlich lässt sich das Display auch einzeln tauschen. Wie man hier sieht, ich habe den Frontrahmen schon abgenommen. Er ist zwar ringsherum verklebt, man bekommt es aber weg. Muss halt ein bisschen vorsichtig sein, sonst zerbricht man den Frontrahmen. Dann kann man auch das Display tauschen. Ja, das Display ist ein EDP Full HD Display und bei Fujitsu kostet diese Einheit knapp über 600 Euro. Wenn mir das Display einzeln tausche, bleiben wir bei unter 200 Euro. Ich zeige euch jetzt noch, wenn das Display getauscht ist, dass es wieder funktioniert. Man sieht hier auch, dass es ein bisschen einbrennt, sich nicht richtig aktualisiert, das Display. Also typischer Display-Defekt. Gleiche wie immer, Display abstecken. Neues Display anstecken. So, und dann funktioniert es wieder. Was bei dem Gerät auch noch ist beim Zusammenbau, man muss mit der Kabel ein bisschen aufpassen. Ja, es ist nicht ganz so gut gemacht zum Display-Tauschen, aber wie gesagt, es ist möglich und man spart dadurch dann doch zwei Drittel, wie wenn man eine neue Display-Einheit benötigt. Ja, wie man sieht, alles wieder gut. Das Bild sieht genauso aus wie auf dem externen Monitor, wenn er dann gleich soweit ist. Ja. Somit ist das Gerät günstig wieder instand gesetzt. Hat euch das Video gefallen? Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen. Danke.